Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir beschäftigen uns heute immer noch mit der U20-Weltmeisterschaft, die momentan in Bremerhaven stattfindet. Seit meinem letzten Video hat die deutsche Mannschaft noch zweimal gespielt und das einmal gegen Weißrussland, gegen die man einen 3 zu 4 Sieg nach Penalty-Schießen einfahren konnte. Den entscheidenden Penalty-Schuss hat dabei Jakob Meinschein verwandelt, der vorher mit einem Tor und einer Vorlage glänzte. Ich denke, dass man sehr froh sein kann, Weißrussland zu besiegen, auch wenn es nur ein Overtime war. Sieg in regulärer Spielzeit wäre deutlich, deutlich besser gewesen. Aber Hauptsache die 2 Punkte da abholen. Tobi Ehler und Hasto Mohr sollten beide erwähnt werden. Die komplette Reihe hat während des Spiels absolut überzeugen können. Meinschein mit 3 Punkten, Tobi Ehler mit 3 Punkten und natürlich Lucas Dumont mit 2 Punkten haben ein bisschen den Weg geebnet, um diesen Sieg möglich zu machen. Das zweite Spiel hat stattgefunden gegen die Mannschaft aus Norwegen. Man konnte das Spiel 2 zu 0 gewinnen, wobei Mirko Pankowski im Tor der deutschen Nationalmannschaft mit 14 parierten Schüssen einen Shutout hinlegte. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Christoph Körner von den Fishtown Penguins und Yannick Drews. Ich denke, dass der Sieg gegen Norwegen mehr eine Pflicht war als eine Kür. Seien wir ehrlich, hätte man das Spiel verloren, wäre das Thema Aufstieg definitiv vom Tisch gewesen. Das Ganze wird jetzt eh weiterhin sehr interessant. Bevor wir zum Aufstieg kommen, sprechen wir erstmal über die Gesamtleistung der deutschen Mannschaft. Jakob Meinschein ist mit 6 Punkten, 3 Toren in 4 Spielen deutlich bester Scorer der deutschen Mannschaft. Danach kommen Tobi Eder, Julian Napravnik und Lucas Dumont zusammen mit Charlie Janke, die allesamt recht passabel spielen. Ich würde, es gibt abgesehen von Meinschein keinen Spieler der Mannschaft, der wirklich raussticht, zumindest nicht bei den Feldspielern. Mirko Pankowski ist jetzt mit einer Save Percentage von 94,12%, einem Goal Against Schnitt von 1,15 definitiv einer der Leistungsträger der Mannschaft. Spielt bisher überragend. Natürlich hat das Spiel gegen Norwegen da sehr gut seiner Statistik geholfen. Aber ich denke, dass trotzdem seine Leistung nicht mindern sollte. Er spielt bisher eine überragende Weltmeisterschaft. Allerdings muss man auch sagen, dass die Mannschaft allgemein, gerade was den Sturm angeht, wirklich zu wünschen übrig lässt. Die deutsche Mannschaft ist letzter, was die Chancenverwertung angeht. Bei 115 Schüssen aufs Tor hat man gerade mal 11 Tore erzielen können. Das entspricht einer Genauigkeit von ungefähr 9,57%. Damit sind wir knapp 1% hinter jeder anderen Mannschaft und das wären immerhin ungefähr 2 Tore, also 1 bis 2 Tore mehr, die uns jetzt gerade im Vergleich mit den Weißrussen sehr gut tun würden. Denn um das Ganze mal zum Abschluss zu bringen, wie geht es weiter? Am morgigen Samstag finden die letzten Spiele dieser WM statt und dabei trifft Kasachstan auf Norwegen, ein Spiel, was absolut keine Bedeutung mehr hat. Es geht nur darum, wer letzter wird und wer vorletzter wird. Dann kommen die beiden interessanten Spiele. Weißrussland muss gegen die Österreicher antreten und Deutschland trifft auf Frankreich. Die einzige Möglichkeit, in der Deutschland noch weiterkommt und den Wiederaufstieg in die erste Division schafft, wäre es, wenn Weißrussland verliert. Die dürfen auf keinen Fall gewinnen und Deutschland muss gewinnen. Deutschland steht momentan bei 8 Punkten, Weißrussland bei 10. Sprich, wenn Weißrussland 2 Punkte gewinnt, ist das Thema durch. Sollte es zwischen den Weißrussen und den Österreichern in die Overtime und ins Penalty-Schießen gehen und die Österreicher gewinnen das Ganze, müsste Deutschland schon ein ziemliches Ding raushauen, um die Tordifferenz einfach wieder auf ein Level zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, die Tordifferenz zählt oder der direkte Vergleich. Im direkten Vergleich hätte Deutschland die Nase vorn, aber davon hängt es erstmal ab, ob wir es schaffen werden, gegen Frankreich zu gewinnen. Ich wünsche mir das sehr. Die Mannschaft der Franzosen ist solide, allerdings denke ich durchaus schlagbar. Sie haben bisher in dieser WM 2 Siege holen können. Einmal gegen die Mannschaft aus Kasachstan und zum zweiten Mal gegen die Mannschaft aus Norwegen. Also die wirklich beiden Mannschaften, die deutlich, deutlich letzter sind in dieser Liga. Sie haben einen herausragenden Stürmer, das muss man einfach sagen, Wille Gabin, also Gabin Will. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Er hat jetzt in 4 Spielen 10 Punkte erzielen können mit 4 Toren. Ich denke, man sollte sehr auf ihn aufpassen. Ansonsten sticht allerdings kein Spieler wirklich hervor. Wir werden das Ganze sehen. Ich denke, es wird sich mehr um die erste Reihe der Franzosen drehen. Wenn man es schafft, diese vernünftig auszuspielen oder aus dem Spiel zu nehmen, hat man da definitiv eine Chance. Und dann kommt es ganz auf die Österreicher an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich werde, denke ich mal, Sonntag mich wieder melden nach dem Abschluss des Turniers. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze ausgegangen ist. Schreibt doch mir in die Kommentare, was euch gut gefallen hat, über welche DEL-Mannschaft oder auch NHL-Mannschaft ihr mehr hören wollt oder über welche deutschen Spieler ihr mehr hören wollt. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!